Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Und ja, wir haben heute eine Preview zum Wrenching Upgrade Mark II. Vorweg, ich habe jetzt zweimal versucht, ein bisschen was zu bauen, um euch zu zeigen, was es schon so Neues alles gibt. Dabei ist mir jeweils die Preview-Version abgestürzt. Das heißt, die ist wohl noch sehr instabil. Deswegen versuche ich einfach ein bisschen so zu zeigen, in der Hoffnung, dass es nicht nochmal abstürzt. Wir brauchen auf jeden Fall den Debug-Modus. Achso, und da sind wir schon beim ersten Problem. Ihr wisst ja, ich nehme in 4K auf und dafür muss man das User-Interface skalieren. Das kann ich euch kurz mal eben zeigen. In den Einstellungen hier habe ich das vergrößert, weil sonst ist es, wenn ich das auf 100 stelle, ihr seht das, viel zu klein, man kann das kaum sehen. Deswegen habe ich das auf 135, so, auf 135 stehen. Das hat allerdings zur Folge, dass hier die Sachen ein bisschen verschoben sind. Ihr seht das, wenn ich hier auf dem Graben bin, zeigt er das zum Ziehen an. Das heißt, ich muss hier hin, wird aber sicherlich noch behoben. Also, ups. Na gut, da müssen wir so graben mit G, das geht ja auch. So, ich lasse das Spiel mal langsam laufen. Ich bin, wie gesagt, jetzt im Debug-Modus. Ich habe das auch getestet ohne Debug-Modus. Das Spiel stürzt trotzdem ab. Das macht also hier nicht den Unterschied. Ich weiß gar nicht, ob ich alles gefunden habe, was sich so geändert hat. Aber ich fange mal hier unten an. Hat vielleicht gerade schon jemand entdeckt. Es gibt jetzt eine Option Empty Pipe. Das heißt, damit kann man eine Flüssigkeit oder auch irgendein Gas, was in irgendeiner Leitung ist, leeren lassen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das funktioniert, aber klingt auf jeden Fall sehr interessant und vielversprechend. Wenn wir schon mal im Debug-Modus sind, zeige ich euch hier ein neues Tier. Das ist der Dreko, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ach, der erzeugt Erde, okay. Und was futtert der? Ich habe selber noch nicht alles geschaut, aber Pinscherpfefferpflanze hat er gegessen, okay. Ach so, dann futtert er von der Pinscherpfefferpflanze und erzeugt daraus dann Erde, ja. Auch nicht schlecht. Also das ist eins der beiden neuen Tiere, die. Ach so. Ja, so ähnlich wie ein Gecko wahrscheinlich, daher auch der Name. Plus dann eben Dreko wegen Dreck. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist nur eins der beiden neuen Tiere. Auf das andere freue ich mich sehr und ich habe das fast erwartet in diesem Patch. Ich muss gerade mal eben eins suchen. Ich habe doch gerade schon eins gehabt. Wo war das denn gleich? Hier. Hier haben wir eins. Nämlich diese. Die heißen Paku, sind Piranha-ähnliche Tiere und die kennt ihr wahrscheinlich aus dem Bildschirm aus dem Hauptmenü. Wenn ihr ins Hauptmenü im Spiel seid, dann in diesem Wassertank im Hintergrund, da schwimmt auch eins dieser Pakus und die haben es jetzt endlich auch ins Spiel geschafft. Weiß gerade gar nicht. Ach, die essen Algen, okay, das ist nicht so gut. Und erzeugen dann verschmutzte Erde. Okay, ja, das ist also das zweite neue Tier, das es gibt. Dann gibt es noch was anderes, das ich euch sehr, sehr gerne zeigen würde, aber ja, leider gerade nicht kann, weil ich eben keinen Spielstand habe, der. Oh, was haben die denn hier jetzt für ein Problem? Kein Beruf, okay. Es gibt nämlich zu jedem Kind, zu jedem, jetzt habe ich es schon verraten, zu jedem Tier gibt es jetzt Babys. Das heißt, wenn die aus den Eiern ausschlüpfen, haben die nicht direkt die originale Größe, sondern sind erst ein Baby. Und ich habe ein paar Bilder schon gesehen. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Die sind absolut knuffig. Also das, da kann man sogar für so ein kleines Hatch, also ich aus meiner Stelle jetzt Vaterinstinkte bekommen. Also das ist schon sehr interessant. Ja, so machen wir mal eben weiter. Ich muss jetzt alle Menüs durchsehen, weil ich weiß zwar ein paar Sachen, was es Neues gibt, aber ich habe nicht alles im Kopf. Also Automation ändert sich
einiges, das kann ich schon mal verraten. Allerdings ist hier davon nicht viel zu sehen, sondern nur diesen neuen Sensor, der sich aktiviert, wenn ein bestimmtes Gras in der Nähe ist. Gibt es einen sehr schönen Einsatzzweck für. Ihr kennt das, dass sich das CO2 immer rechts unten sammelt. Und wenn man das zum Beispiel in seiner Kolonie, sammelt sich da immer wieder was an. Jetzt kann man diesen Sensor bauen und der sagt, hier ist CO2 und dann wird das abgepumpt oder durch einen Luftreiniger umgewandelt und beziehungsweise aus der Luft rausgefiltert und über Wasser dann abtransportiert. Und so gibt es dann viele andere Stellen auch. Man kann zum Beispiel Türen verschließen, wenn ein bestimmtes Gas da ist, oder Türen öffnen, wenn irgendwas so ist. Also so kann man damit verschiedene ganz tolle Sachen machen. Also mir fallen spontan ganz viele tolle Sachen ein, die wir damit auf jeden Fall machen können in Zukunft. Ist aber bei weitem noch nicht das Beste, was die Automation betrifft. Beim Klima hat sich nichts verändert. Bei der Station haben wir eine neue Shearing Station. Jetzt muss ich zu meiner Schande eingestehen, dass ich das Teil gerade übersehen habe. Bin mir also nicht ganz schlüssig, was das gute Ding macht. Hätte eigentlich gedacht Scheren, aber das macht er eigentlich bei einem. Wo haben wir einen Drecko? Hier. Bei einem Drecko. Ne, das ist ein Moab, wollte ich gerade sagen. Hier, da ist ein Drecko. Was soll man denn da scheren? Die Schuppen? Oh ja, hier, da steht es ja über Schuppenwachstum. Okay. Ja, okay, ja, dann hat sich das Rätsel auch gelöst. Also eine Shearing Station, die dann nur für die Drecos ist, um die Schuppen zu entfernen. Ja, hier hat sich, glaube ich, nichts geändert. Genau, bei Medizin ist auch alles beim Alten. Da wird sicherlich auch demnächst nochmal, glaube ich, noch was kommen. Sagt mir so mein Gefühl. Jetzt wird es sehr interessant. Das ist bei Lüftung und Sanitär bei beiden recht ähnlich. Es gibt jetzt hier einen neuen Leitungstyp. Wir haben ja hier eine normale Leitung, wir haben eine isolierte Leitung und wir haben jetzt eine Leitung, die eben ja sehr schnell die Temperatur Unterschiede durchgibt. Also wenn wir, oh, ich habe die Pause rausgenommen. Wenn man ja beispielsweise 50 Grad heißes Wasser, wobei man da noch testen müsste. Ja, was sich eher aufheizt, ob dann, obwohl wahrscheinlich wird sich das irgendwo angleichen, wenn ich jetzt 50 Grad heißes Wasser durch 0 Grad, durch einen Raum habe mit 0 Grad Sauerstofftemperatur, würde ich vermuten, dass sich das irgendwann mittelt dann das Ganze. Also es ist eben aber auf jeden Fall sehr viel schneller als bei der normalen Leitung, kann hier dann können da Temperaturunterschiede weitergegeben werden. Das gleiche haben wir, wie gesagt, hier beim Sanitär auch. Also für die Wasserleitung gibt es das auch und für die Gasleitung. Kommen wir aber hier zu viel interessanteren Sachen. Und das habe ich mir schon, ja, eigentlich seit es Automation gibt, gewünscht. Ich habe es auch immer mal wieder gesagt. Und zwar diese drei Sensoren. Wir haben hier einmal einen Elementsensor. Das heißt, es wird ein Signal abgegeben, wenn das ausgewählte Gas da durchläuft. Dasselbe haben wir hier, wenn dann Gas durchläuft, das mit Keimen verseucht ist. Also ähnlich wie die Sachen, die wir hier haben. Bloß eben, dass wir das innerhalb einer Leitung messen können. Total genial. Also das ist, finde ich, total spitze. Da kann man ganz tolle Sachen mitmachen. Und hier das Ganze haben wir dann eben auch noch für einen Temperatursensor. Da können wir dann eben die Temperatur in einer Leitung messen. So, dann machen wir hier noch kurz weiter. Das gleiche haben wir, wie gesagt, hier auch bei den Sanitärleitungen. Ja, bei der Nahrung haben wir dann logischerweise auch ein paar neue Sachen. Wir haben hier einmal ein, ja, also, das nennen. Also hier können wir den Fisch, die neuen Fische füttern, die neuen Tiere.
Hier können wir sie fangen mit der Falle und hiermit können wir sie dann eben freilassen. Ich baue die Sachen jetzt alle nicht, um das zu zeigen. Das müsste ja so eigentlich auch reichen. Und beim Strom hat sich, glaube ich, nichts geändert. Beim Sauerstoff hat sich auch nichts geändert. Und hier hat sich auch nichts geändert. Ja, dann haben wir eigentlich alle Sachen durch. Es sollte auch nur ein kurzer Überblick sein, was es alles Neues gibt. Und ja, das habt ihr jetzt gesehen. Und da können wir da auf jeden Fall in Zukunft viel machen. Dann sage ich danke, dass ihr reingeschaut habt, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke und bye bye.